Diese Sendung widmet Ihnen die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Oberösterreich. Wir geben Oberösterreich ein Zuhause. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bau- und Wohnträume. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Wir befinden uns heute bei Sonnberger Immobilien in Kronsdorf und hier starten wir auch mit der aktuellen Lage im Immobilienmarkt in Oberösterreich. Roman Sonnberger weiß mehr dazu. Die Immobilienbranche hat mit einem starken Rückgang zu kämpfen. Trotzdem bleibt sie zuversichtlich und vor allem zeigt man sich innovativer denn je. Ein bestens durchdachtes Wohnprojekt ist das Litz, Leben im Zentrum. Wir befinden uns hier in einer sogenannten gestagten Wohnung. Hiermit will man dem Käufer schon eine Idee geben, wie die Wohnung aussehen könnte. Es geht ja da eher um die Idee, einen Raum einer Größenordnung geben zu können. Wie geht sich das mit einer Küche aus? Wie geht sich das aus mit der Couch? Man kann das auch einer Zielgruppe zuordnen. Also das hier ist eher eingerichtet für junges Wohnen. Vom Zuschnitt her sind die beiden kleineren mit 90 und 107 eher so für Familien. Das Große ist so vom Zuschnitt her eher was so Menschen in meinem Lebensalter für 50 plus, wo ich mein Einfamilienhaus verlasse, wo ich sage, ich will eigentlich großzügig leben, ich kann mir es leisten, ich habe mir es verdient, ich habe das ganze Leben gearbeitet, mich jetzt schön großzügig in einem Penthouse wohnen und habe aber trotzdem eine große Terrasse, ohne den Stress von einem Garten. Das Haus bringt auch viele ökologische Features mit sich. Wir haben nicht Luftwärmepumpen, die heute die billigste Variante wäre, sondern wir haben Tiefenbohrungen gemacht. Das heißt, ich kann jetzt mit einem sehr, sehr guten Nutzungsgrad der Wärmepumpen rechnen und habe niedrige Energiekosten, zumal ich kann auch im Sommer die Tiefenbohrungen dafür nutzen, dass der Fußbodenheizung zur Kühlung wird. Der gut aufgeschlossene Zentralraum in Oberösterreich ist nach wie vor beliebt. Und hier kann man auch von einer stabilen Marktlage sprechen. Wir haben einen guten Mix aus Erholungsmöglichkeiten, gute Infrastruktur, gute Schulen, gute Ärzte. Das ist im Moment eigentlich das Spannende. Grundsätzlich merkt man aber, dass mehr Immobilien am Markt kommen. Und dadurch bietet sich natürlich auch eine Spur mehr Auswahl für mögliche Kaufinteressenten. Mehr Auswahl, mehr Qualität und mehr Infos bei Sonnberger Immobilien. Einladung zur Hausmesse von Mittwoch 4. bis Samstag 7. Oktober im Einrichtungsstudio Gupfinger in Scherding. Küchenaktion mit 2 Jahren Preisgarantie, viele Neuheiten und Kochvorführungen von Miele, Bohrer und Bosch. Oktoberfest mit Harry Brünster am Freitag, dem 6. Oktober und hoffentlich auch mit Ihnen. Programm auf www.gupfinger.at. Die Galerie Berghammer in der Herrenstraße ist immer einen Besuch wert. Manfred Berghammer erklärt uns im nächsten Beitrag, wie Ihr Wohnzimmer zur Bühne wird. Somit Bühne frei für den leidenschaftlichen Galerist Manfred Berghammer. Das Leben ist ein Theater, wir sind alle Schauspieler. Manchmal komödiantisch, manchmal Tragödie. Und jetzt sind wir vielleicht gerade im letzten Akt von einem Drama durch Erderwärmung, Krieg und so weiter. Und darum richten wir unsere Wohnung wie ein Bühnenbild ein. So wie ich das auch im Geschäft mache. Ne? Schöne Bilder aufhängen, damit man sich wohlfühlt. Und damit auch die Gäste das schön finden, die ja praktisch auch unser Publikum sind, wenn wir Theater spielen. Manche wollen nur ein Bild über der Couch hängen zum Beispiel. Manche machen die sogenannte Petersburger Hängung. Da kann man alles zusammenhängen, verschiedene Größen, Gemälde, Aquarelle, Grafiken, Fotos. Und da kann man wild durcheinander wirbeln. Ja. Manfred Berghammer hält kaum was von Regeln. Die Regel ist, es passt, was gefällt. Wo es jedoch schon Vorgaben gibt, ist beim Rahmen eines Bildes. Das sieht man da bei diesen Rahmen, das sind zum Beispiel farblich abgestimmt jetzt da auf diese Äpfel. Der Rahmen muss immer zum Bild abgestimmt sein, aber darf das Bild auch nicht zerstören durch Üppigkeit oder sonst etwas. Ne? Eher schlicht und einfach. Außerdem, wenn zum Beispiel eine Grafik oder ein Foto oder ein wertvolles Bild, gehört auch entsprechend mit einem Glas gerahmt. UV-Schutz beständig
oder Passepartout, Museumsqualität, das ist immer ganz wichtig bei diesen Dingen. Unser Zuhause ist die Bühne unseres Lebens und die Galerie Berghammer, die Bühne für Kunstliebhaber und für Galerist Manfred Berghammer. Herbstzeit ist Pflanzzeit. Die schönsten Pflanzentrends für Garten, Balkon und Terrasse. Jetzt in der Gärtnerei Dobitzberger in Wels. Die Erlebnisgärtnerei in Oberösterreich. Wohnen, wenn nicht jetzt, mach ich mir ein neues Sofa klar. Wohnen, wenn nicht jetzt, mach ich unser Schlafzimmer wunderbar. Unsere Wohnträume wahr. Mach jetzt bei XXXLutz deine Wohnträume wahr mit Markenrabatten bis zu minus 50% vom Herstellerlistenpreis plus 10% on top auf viele Möbel, Teppiche und Leuchten in Form von Gutscheinen für den nächsten Einkauf. Unser XXXLutz. Wohn, wenn nicht jetzt. Das Arbeiten mit verschiedenen Materialien und anspruchsvollen Verlegetechniken machen meine Arbeit als Bodenleger zu einem kreativen, abwechslungsreichen Beruf. In meiner Lehre sind Präzision und Genauigkeit gefragt. Wir arbeiten im Team, helfen zusammen und haben dabei oft Spaß. Wir Bodenleger, wir haben es echt drauf. Mehr Infos auf der Messe Jugend und Beruf, Halle 20, Stand 27. Stöcker. 5000 Quadratmeter Mode, Sport und bester Service in Everding. Der Herbst zieht ein und Sie sind Besitzer von Sträuchern und Bäumen, wissen aber nicht um die exakte Pflege Bescheid. Kein Problem, Schober Dienstleistungen hilft Ihnen gerne mit dem herbstlichen Baumschnitt und garantiert somit schon einen guten Wuchs fürs nächste Frühjahr. Sie sind Schattenspender, Sauerstoffproduzenten, Staubfilter und Luftbefeuchter. Um gesund zu bleiben und über viele Jahrzehnte wachsen zu können, braucht jeder Baum die richtige Pflege und Menschen, die über Fachwissen verfügen. Die Profis dafür kommen von der Firma Schober Dienstleistungen aus Linz. Wir sind die Spezialisten bei der Firma Schober, wenn es um Baumpflege geht. Wir wissen, wann wir die Bäume an den richtigen Zeitpunkt schneiden sollen und wie man da richtig schneidet. Und wir sind auch schon bei vielen Kunden gewesen, da wo die selbst Hand angelegt haben und dann vom Fachmann wieder reparieren lassen haben müssen den Baum, weil man kann sehr viel Schaden anrichten im Baum. Und wenn man einen Beitrag leisten will für unseren Nachwuchs, soll man wirklich darauf schauen, dass die Bäume so lange wie möglich erhalten bleiben und einen Fachmann darüber schauen lassen. Bei der Baumpflege ist wichtig, dass man nicht mehr als 20% Rückschnitt hat. Alles, was da drüber ist, führt zur Beschädigung des Baumes oder, wie man halt auch sagt, zu Wasserschießer. Und da muss man den Baum immer wieder schneiden. Also die Gefahr besteht, dass er 4 bis 5 Mal so schnell wieder wächst. Was auch wichtig ist, sind die Reiber. Das ist, wenn zwei Äste aneinander reiben, dann öffnet sich die Borke und der Kamm und dann kann der Schädling rein. Es geht auch um das Totholz zum Entfernen, ja, weil wenn der Baum wächst und die Krone wächst und unten die Äste sterben ein paar ab, ja, und die dann eine potenzielle Gefahr darstellen, wenn die runterfallen und irgendwie treffen können. Baumpflege bedeutet zukunftsorientiertes und verantwortungsbewusstes Handeln. Schober Dienstleistungen GmbH aus Linz. Vielen Dank fürs Dabeisein bei Bau- und Wohnträume. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.